Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin und Kulturwissenschaftlerin. Ich bin derzeit tätig am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und ich forsche vor allem zu den Themen Flucht, Migration, Integration und Zugehörigkeit. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Also für mich als Migrationsforscherin ist vor allem das Thema des Zusammenlebens in einer offenen und pluralistischen Gesellschaft ganz wichtig. Wie können wir Zugehörigkeit proaktiv gestalten und wie kann Ausgrenzung abgebaut werden? Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Also aus meiner Sicht wird es für Wien ganz wesentlich sein, nach der Pandemie wieder die Stadt als Ort der Begegnung zu ermöglichen. Begegnung unterschiedlicher Klassen, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Altersgruppen. Das hat uns so ein bisschen gefehlt während der Lockdowns und ich glaube, das wäre aber wichtig, dass das wieder ermöglicht wird. Und hinter dem allen steht meines Erachtens auch eine Überwindung dieses Verständnisses von wir gegen die anderen hin zu einem Verständnis, dass alle, die hier leben, Wienerinnen und Wiener sind. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Also ich sehe da wieder aus der Sicht einer Migrationsforscherin drei ganz zentrale Fragen, die sich die Stadt Wien stellen muss. Einerseits betrifft das die Positionierung zur zukünftigen humanitären Aufnahme von geflüchteten Menschen. Da kann gerade die Stadt ganz Wesentliches leisten. Dann geht es auch um die Frage des Umgangs mit Diskriminierung und Rassismus. Welche Instrumente kann man hier schaffen, um das abzubauen, damit es auch keine Barrieren für das friedliche Zusammenleben gibt? Und wesentlich finde ich auch, die Demokratielücke in Wien zu schließen. Wir haben einen wachsenden Anteil von Wienerinnen und Wienern, die zwar hier leben, hier zum Gemeinwohl beitragen, Steuern zahlen, aber nicht wahlberechtigt sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das so bald wie möglich angehen. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle, würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Also Wien war in meiner Biografie auch immer eine Stadt der Chancen und der Entfaltungsmöglichkeiten und das würde ich mir wünschen, dass es für alle Bewohnerinnen und Bewohner ist und dass gerade auch diejenigen, die vielleicht etwas mehr Unterstützung für ihre Entfaltung benötigen, diese auch wirklich bekommen.